So, da noch rauskratzen. Fertig. Jetzt noch hochziehen und dann haben wir's. Wer wagt es da? Von wo kommst du? Ach, von da! Ein Bett. Wir brauchen hier dringend ein Bett. Ich kümmere mich jetzt um dich. Nein. So. Ja, das erste Eisen, was wir hier finden, wird in eine neue Rüstung verballert. Dringend notwendig. Nicht aufschiebbar. So. So. Was habe ich da drüber? Ganz oben habe ich da noch eine Reihe dran. Hängt die drüber oder? Ja, die hängt drüber. Die Segel, damit tue ich mich ja immer schwer. Ein Segel, das ist ja eigentlich etwas, ich sag mal, non-solides. Normalerweise müsste so ein Segel ja hauchdünn sein und im Wind schwabbeln. Aber das geht nun mal hier nicht. Aus dem Minecraft-bedingten Gründen. So. Jetzt habe ich hier ja das normale Holz. Jetzt habe ich natürlich die Werkbank schon weggepackt. So. Kann ich den mitnehmen? Nö. So, das Haus kommt dann dort vorne hin, aber mehr machen wir jetzt momentan hier erstmal nicht. Erstmal sind wir froh, dass wir jetzt überhaupt hier hinkommen. So. Zurück zur Stadt. Zwei Sachen stehen jetzt an. Das eine ist natürlich unsere Gewächshäuser jetzt mit den neuen Pflanzen einrichten. Das Planieren und das Bauen des großen Gartens, das machen wir erst, wenn wir wirklich wieder Bucket haben. Vorher werden wir uns mit kleineren Bauprojekten zufrieden geben. Denn ich sag mal, das Planieren der Fläche, das wird schon ellenlang. Ganz deiner Meinung. Und von daher lohnt sich das jetzt für uns nicht wirklich. Wir können ja mal auf Tag umschalten. Wir brauchen wahrscheinlich sogar noch ein Gewächshaus mehr. Zumindest, damit es so aussieht, wie ich es gerne hätte. Jetzt habe ich den ganzen Mist hier wieder mitgeschleppt, den ich dort eigentlich abstellen wollte. Na gut. Macht auch nichts. Zwei Bögen in einer Nacht. So. Eins, zwei, drei. Hatten wir nicht noch ein viertes? Die vierte große Blume. Nee. Ach ja, stimmt. Das vierte ist die Sonnenblume. Dann euch. Euch. Hiervon haben wir vier Stück, das weiß ich. Ist das weiß? Ja. Rot. So. So. Dann haben wir dich hier. Und das letzte, das sind dann diese Blumen, die wir jetzt noch nicht gefunden haben. Okay.
Um es nicht ganz so spannend dann zu machen. Wir haben kein Gras hier drin. Okay. Ach doch, Gras. Farn. Gras. Und Farn. Von Gras bräuchte ich noch ein bisschen mehr. Farn sollte genug sein. Das heißt, ich brauche die Schere und dann geben wir ein bisschen Knochenmehl. Haben wir doch wahrscheinlich auch jede Menge drin. Können wir wirklich mal verballern. Schon so ein bisschen Zeug farmen hier. Dann brauche ich eine Schere. Schere. Nee. Hier drin. Es fehlte sowieso, glaube ich, noch eine Pflanze fehlte komplett. Das war, glaube ich, das Deathgras, wenn ich mich nicht ganz täusche. Da müssten wir vielleicht nachher nochmal in einer Wüste gucken, ob wir es finden. Wenn wir es finden, nehmen wir es mit. Die Schere nehmen wir jetzt auf jeden Fall dann auch schon mal mit. Und dann suchen wir die letzten beiden Pflanzen, die uns noch fehlen. Und vielleicht ein bisschen Potstool, wenn es denn auffindbar ist. Habe ich hier noch Blumentöpfe? Sagst du nichts. Da bleibt dir die Spucke weg. Passt das noch alles hier rein? Nö. Mann. So war das, oder? Ja, wir sollten auf jeden Fall das Inventar ein bisschen ausschlackern. Lassen wir das weg und nehmen dann diesen scheiß Bogen hier wieder mit. Man weiß ja nicht, wozu man sie irgendwann mal brauchen könnte. So. So, so, da haben wir schon mal den großen Farn. Lass die eine doofe Blume ruhig hier sterben. Die spawnen, ich weiß. So, was fehlte denn jetzt hier noch? Ich möchte auf jeden Fall alle Pflanzen hier einmal haben. Gucken wir mal. Vier Setzlinge. Eins, zwei, drei, vier. Das ist hohes Gras. Farn haben wir hier auch nicht stehen. Farn und totes Gras fehlt noch komplett. Okay, dann machen wir jetzt erstmal im Text weiter. Dann sind wir die schon mal los. Auf der Seite trifft es die hier. So. Mit 16, mit 12 Blumentöpfen werden wir hier nie und nimmer auskommen. Was habe ich dort in der Ecke stehen? Dort stehen, glaube ich, Fackeln drauf, oder? Ja. Das machen wir. Hier genauso. Das Ding ist ja hier eigentlich schon ein bisschen Hightech, mehr Hightech als die anderen. Dadurch, dass es hier auch Glowstones am Rand hat. Wapp. Also totes Gras fehlt, Farn fehlt. Wir haben noch einen Inventarplatz frei. Nehmen wir Glas mit. Das ist, glaube ich, am schnellsten wegzusortieren. Also da habe ich jetzt. Da hätte ich nie im Leben reingeguckt, wären wir jetzt nicht durch Zufall dran vorbeigerannt. So, dafür nehmen wir die mit. So, die Bögen kommen hier rein. Sind wir die auch los? Der eine Cobblestone. Die anderen Steine kommen hier rein. Dann brauchen wir noch jede Menge Lehm erstmal. Zack, zack. Ich glaube, den anderen Lehm werden wir auch noch brauchen. Den werden wir dann in den Ofen stecken müssen. So. Das ist schlecht mit den dreien. So. Mal schauen, wie weit wir kommen. Das Gras, das hohe, das brauche ich jetzt auch schon nicht mehr.
Den Farn brauche ich schon noch, den hatten wir ja vergessen. Dann kommen wir doch mit den Gewächshäusern hin. Aber genau. So, hier haben wir das so am Rand immer eine Linie. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben 4 Tulpen. Wir haben 4 Blumen. Und wir haben 2 Grassorten, das noch fehlt. Das macht 8. Das heißt, theoretisch müssten wir sogar noch was überhaben am Ende. So, da fehlt noch eine Reihe. So. Oder wir machen das so, hier kommt Farn an Kopf und... Moment mal, das ist Farn. Doch kein Farn. Dann fehlt hohes Gras, oder? Ich hätte mal nachgucken sollen, was das da unten ist. Ja, es ist Farn. Okay, den muss ich zugeben, hätte man schöner machen können. Das ist ja kein Farn, das ist einfach nur Gras. Kein Wunder, dass ich in dem Texture Pack keinen Farn gefunden habe in den Wäldern. Das ist mir bisher nie aufgefallen, weil da achtet man einfach nicht drauf. Man rennt einfach durch die Wälder. Ich habe zwar geguckt, kein Farn. Schade. Nehmen wir das andere Gras mit. Ich glaube, es sind die gleichen Texturen. Kann das sein? Ach, das darf doch nicht. Ich habe mir damals, als ich das Gewächshaus gebaut habe, auch gedacht, ja. Warum sollst du Gras ausstellen? Ach so. Das geht gar nicht. Das erklärt es. Okay, das heißt, wir haben nur eine Sorte Gras, nämlich das Tote. Bevor wir uns gleich wirklich einen Wolf suchen, möchte ich einmal kurz was testen. Was ist denn da? Okay, das geht. Das werfen wir dann gleich auch weg. So. Gras und Farn, warte mal. Das möchte ich jetzt mal einmal nebeneinander stehen haben. Gras. Sind wirklich fast, es sind haargenau die gleichen Texturen. Ups, da ist ein kleiner Bug in der Grasanzeige. So. Da geht kein Gras, das heißt, wir hätten da sogar noch ein paar Plätze über. Im zweiten Gewächshaus. Aber okay, vielleicht kommt ja noch was dazu. Das weiß man ja nicht. Deshalb sollten wir darüber erstmal froh sein. So, dann packen wir mal Tulpen hier rein. Pinke Tulpen. Weiße Tulpen. Rote Tulpen. Orangefarbene Tulpen. Dann kommen hier die Blümchen rein. Und zum Schluss dann auf der Etage das hier. So. Hauptsache bunt. Und ich denke, das haben wir geschafft. Sieht doch schon um einiges fröhlicher aus als vorher. So, hier haben wir jetzt erst eine Sorte Blumen. Das sind die, oder? Ja. Nein. So. Ach ja, Blumentöpfe müssen auch noch gemacht werden. Und das ist jetzt übrigens auch eigentlich ein perfektes Timing dafür, dass wir jetzt was brennen müssen. Denn die Blase drückt und ich kann dann in der Zeit mal kurz entleeren, während wir den Rest hiervon mitnehmen. Einfach nur schon mal, um es mitgenommen zu haben. Und dann die paar Lehmknödel, die wir da haben, in den Ofen schmeißen.
Und hier ist, glaube ich, nichts mehr drin. Hier sowieso nicht.